Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hatten wir schon lange nicht mehr. Ich möchte mich zu Beginn erstmal bedanken. Bedanken bei der CDU-Fraktion. Die CDU-Fraktion hatte einen Antrag eingebracht hier ins Verfahren, wo zum Inhalt ist ja gerade beschrieben worden, wir uns dafür aussprechen, dass Nordrhein-Westfalen sich dafür ausspricht, dass das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union bleibt. Der Antrag wäre für uns so nicht zustimmungsfähig gewesen. So, wir sind darauf hingegangen und haben bei der CDU-Fraktion angeklopft, ob es nicht möglich ist, einen interfraktionellen Antrag daraus zu machen. Und ich bin sehr dankbar, dass die CDU-Fraktion das zugelassen hat, dass da einige wesentliche Änderungen jetzt auch erfolgt sind. Und so wie der Antrag jetzt ist, ein interfraktioneller, also alle außer den Piraten, ich weiß gar nicht eigentlich, warum ihr da jetzt nicht mitgegangen seid, das werden wir gleich hören, bin ich sehr froh, dass jetzt ein Antrag da ist, der für uns auch zustimmungsfähig ist und dass die CDU-Fraktion das auch mitgemacht hat. Deswegen der Dank am Anfang. Inhaltlich ist von meinen beiden Vorrednern eigentlich alles gesagt. Die besondere historische Verflechtung, die wir haben mit dem Vereinigten Königreich aus unserer Geschichte heraus. Wir werden das ja Ende August, 70 Jahre Nordrhein-Westfalen, den Geburtstag mit einem großen dreitägigen Fest feiern und auch 70 Jahre Landeshauptstadt Düsseldorf gemeinsam. Ich freue mich dann, viele von Ihnen hier zu sehen in dieser wunderschönen Landeshauptstadt Düsseldorf. Und es ist ja wirklich ein tolles Geburtstagsfest hoffentlich. Aber natürlich, genau das ist die Geburtsstunde, ohne die britische Besatzungsmacht überhaupt nicht möglich gewesen. Sie haben, beide Vorredner haben dargestellt, die wirtschaftlichen Verflechtungen, die wir haben, die zivilgesellschaftlichen Verflechtungen, die wir haben. Ich würde hinzufügen, auch gerade die kulturellen Verpflichtungen, die wir zu Großbritannien haben. Ich persönlich möchte anmerken, allein im musikalischen Bereich wüsste ich gar nicht, wo ich heute wäre, hätte ich nicht früher die Möglichkeit gehabt, auch unter dem Einfluss der britischen Musik groß werden zu können. Ich habe zwar immer gerne auf WDR 2 Matt Sandocks Hitparade gehört als Jugendlicher, aber ich war sehr dankbar, dass ich bei BFBS auch immer mithören durfte und da die britischen Charts. Insofern auch danke für solche kulturellen Bereicherungen. Ich habe einen einzigen Punkt zum Schluss anzubringen als Idee. Wir haben in dem Antrag ja dargelegt, und das ist schon eine beeindruckende Zahl, wir haben ungefähr 400 Schulpartnerschaften und rund 140 Städtepartnerschaften mit dem Vereinigten Königreich. Das ist wirklich eine ganze Menge. Meine Idee, meine Anregung an Sie, an die Kolleginnen und Kollegen, überlegen Sie mal, vielleicht auch an die Landesregierung, ist ja vielleicht eine Möglichkeit, jetzt noch vor dem Referendum ein Briefchen zu schreiben, aus einer Schulpartnerschaft heraus, aus einer Städtepartnerschaft heraus, nochmal sich auch für den Verbleib Großbritanniens auszusprechen und vielleicht die Anregung mit auf den Weg zu geben, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien an diesem Referendum beteiligen. So ein kleines Signal, so ein direktes, kleines, direkt partnerschaftliches Signal ist vielleicht mal eine Überlegung wert und ist, glaube ich, der Sache nicht schädlich. Ansonsten müssen das die Britinnen und Briten für sich entscheiden. Ich hoffe, Sie entscheiden richtig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.